Guten Abend zu Wunderweihnacht 2021. Wir haben heute den vierten Advent. Unser Thema ist Freude. Und ich möchte mich nochmal bedanken für diese Kooperation, Koproduktion von der Aleph Akademie und I'm Real TV, Ulrich Bonefeld. Ich bin euer Host diesen Abend und darf durch diese Sendung führen. Und ich freue mich sehr, Reinhard Lier heute begrüßen zu dürfen. Reinhard, wie kann es sein, wie kann es nur sein, dass der Schmerz Illusion ist, wo ich ihn doch so stark spüre? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eben das Schwierige an der Geschichte. Wir sind Gefangene eines Albtraums und das muss uns erstmal bewusst werden. Und die Traumanalogie ist für mich im Kurs immer das Stimmigste, was ich da von Jesus bekomme. Als er die berühmte Frage stellte, was wäre, wenn dein ganzes Leben, all das, was du erlebst, nur ein Traum wäre? Ja, was wäre denn dann eben? Und dann atmen viele auf. Na, dann wäre das ja alles gar nicht so schlimm. Dann würde ich das alles nicht so ernst nehmen. Aber wir nehmen es nun mal sehr ernst, weil wir nicht merken, dass wir träumen. Und der Sprung wäre eigentlich nicht vom luziden Träumen, das ja manche schon nachts erlebt haben, eine spannende Erfahrung, zum luziden Leben zu kommen und zu wissen, dass das hier, was wir hier als Leben bezeichnen, eben auch nur ein Traum ist. Und dann Und sieht alles anders aus. wir sprechen diese Zeit so viel von Aufwachen Ja. und das große Aufwachen in der Welt. Und die Frage ist dann, von was wachen wir eigentlich auf und wohin? Ja, genau. Also der Wunsch, dass diese Welt besser funktionieren soll, ist ein menschlicher. Das kann ich verstehen. Wir alle erhoffen uns hier auch Zukunft in der Welt. Und das ist etwas ganz Menschliches, dass das irgendwie hier besser läuft und dass wir aus der Krise rauskommen und all diese Dinge. Aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Es geht ums Erwachen im Geist. Dass wir erkennen, dass das hier eigentlich nur, naja, ein sehr müder Abglanz vom Höchsten ist, beziehungsweise eigentlich das Gegenteil, nicht? Also wir sind hier mit so wenig zufrieden. Es ist, eigentlich sind wir, ich habe es mal so gesagt, eigentlich sind wir schon in der Hölle. Ich wüsste nicht, was hier noch viel schlimmer werden muss, wenn man es mal genau so nimmt, ja, genau anschaut. Und ja, sich bewusst zu machen, wir träumen vom Wahnsinn und merken es nicht und dadurch erscheint er uns wirklich und darunter leiden wir. Das erzeugt Schmerz. Und ich habe mal den Satz gelesen, ich weiß nicht, ob das im Kurs auch so steht, das einzige Leid, das wir wirklich haben, ist diese Illusion oder diese erfahrene Trennung, die Trennung im Geist, Ganz genau. in der wir trennen und dann gefangen sind in dieser Vorstellung, dieser ewigen Trennung. Ja, richtig. Es beginnt alles mit dieser Wahnidee der Trennung, wie es im Kurs beschrieben wird. Und aus der leitet sich alles andere ab. Alle Schmerzen, alle Formen von Schmerz, Depression, Sinnlosigkeit, all das kommt aus dieser einen kleinen Wahnidee, die in unserem Geist, ja, wurzelt und die wir nähren und wo wir mitgemacht haben und davon Abstand zu nehmen und eine neue Entscheidung zu treffen, das nicht mehr zu wollen, die Wahnidee der Trennung in gewisser Weise löschen lassen zu wollen, ja, in unserem Geist, das ist der Weg des Erwachens. Genau. Aber erst muss es ja mal diesen Impuls geben, dass es überhaupt möglich ist. Der zweite Teil deiner Lektion ist, Schmerz ist Illusion und Freude ist Wirklichkeit. Genau. Also, wir müssen erstmal da anfangen, wo wir zu sein glauben. Und das ist diese Welt, die wir erleben. Und das ist auch Schmerz. Und all das, was nicht stimmig ist, was wir da an Leiden erleben. Und das muss erst einmal angeschaut werden. Und damit kann der Heilige Geist sozusagen unser Lehrer arbeiten. Das Klassenzimmer der Welt. Lernen ist immer konkret. Anders geht's nicht. Und erst von dort aus können wir dann weitergehen.
und den Schmerz auch erstmal anzuerkennen oder eine Angst anzuerkennen, die Angst vor Krankheit jetzt zum Beispiel, die Angst, ja, schwer zu erkranken, keine Luft zu kriegen und so weiter. Das sind alles ganz menschliche Prozesse und die müssen anerkannt werden. Denen muss ich erstmal nahe kommen, in meinem Innern. Das kann ja jeder nur für sich entscheiden und machen. Und dass ich sage, ich will davor nicht weglaufen, ich will mich dem stellen. Ich möchte, dass das für die Heilung im Geist genutzt wird. Das wäre ein guter Ansatz. Also das Klassenzimmer und mich selbst im Klassenzimmer zur Verfügung zu stellen für den Prozess der Heilung. Was brauche ich dazu? Welche Entscheidung ist in deiner Erfahrung eine grundlegende, die dich überhaupt mal in diese Bewegung, in diese Dynamik bringt? Ja, das Entscheidende ist erstmal, dass ich sehe, dass das hier alles nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also, es ist eigentlich aussichtslos. Ich sage ja immer, es ist völlig hoffnungslos, die Lage, aber nicht ernst. Also, die Lösung ist da, dummerweise haben wir es noch nicht ganz gemerkt. Ja, also ein bisschen humoristisch darf man es ja auch mal sehen. Die Welt ist eigentlich das Scheitern in der Welt, und wenn ich auf mein Leben schaue, ja, mein persönliches auch, ist es eigentlich eine Aneinanderreihung von Scheitern. Ich bin immer wieder gescheitert. Und aber das mit großer Anstrengung, hoffe ich doch. Das war ja, natürlich, mit Anstrengung, mit Begeisterung, mit allem drum und dran, ja, mit riesigem Tara und Tamtam habe ich mein Leben von einem Scheiter, ich hätte mal gesagt, Scheiterhaufen zum nächsten sozusagen, mit Bravour gemeistert. Und das ist okay so, das geht nicht anders, da setzen wir an, dass wir merken, wie wir uns das vorgestellt haben, so läuft es nicht. Und dann in eine andere Haltung zu kommen und auch hier natürlich die Verbindung zur geistigen Welt aufzubauen, also zum Lehrer, das ist natürlich das ganz Entscheidende. Also ich habe irgendwann erkannt, ich brauche Hilfe. Ich schaffe das allein nicht. Ich bin völlig desorientiert oder ich weiß nicht, ja. Und ich hatte immer diese Hilfe. Ich sagte immer schon als Kind, der Engel hinter mir rechts. Ja, da war jemand. Ja, und das wusste ich. Und das war für mich eine Realität. Und so fing das an. Und das konnte ich nicht leugnen. Das wäre verrückt gewesen, das zu leugnen. Und der sagte mir gleich mal zwei Dinge vorab. Also zwei Dinge laufen nicht, lieber Reinhard, das machst du nicht. Du nimmst keine Drogen. Das kannst du dir schenken, diese Umwege, das ist nicht so gut für dich. Und die andere Sache war, du wirst dich nicht suizidieren. Ja, die Verzweiflung war manchmal groß und so weiter. Und jeder denkt mal an Suizid, an die Beendigung des physischen Lebens. Und das war mir dann sehr schnell klar, das mache ich nicht. Das kommt nicht in die Tüte. Ich habe beide Wege probiert. Ja. Völlig erfolglos. Sehr erfolglos. Also das eine so und das andere ein total irres Erlebnis, als ich zum Suizid bereit war, ja. Wurde ich jetzt von meinem Engel, ich weiß nicht, ob hinten rechts oder hinten links, aber auf jeden Fall damals aus der Badewanne gehoben und wieder fallen gelassen. Und in dem Moment war ich glockenwach war im Bewusstsein, das hast du schon des Öfteren gemacht. Du weißt, wohin es führt. Es führt zu gar nichts. Genau. Es ist nur eine Unterbrechung. Richtig. Und seitdem war auch dieser Gedanke nicht mehr da. Weil, und da möchte ich jetzt hinkommen, alle von all diesen Erfahrungen von Schmerz und Leid sind ja Gedanken, die Ursache, fehlgeleitet oder irre Gedanken. Ja, der Gedanke der Trennung, der Abspaltung von Gott, gebiert alle Folgegedanken, alle depressiven Verstimmungen, was auch immer, also auch in Bezug dann auf Gefühle und Konzepte natürlich, die wieder Gefühle auslösen. Ganz genau, ich bin hier allein, ich bin verlassen, niemand kümmert sich um mich, da ist kein liebender Vater und so weiter und so fort. Ja, ich bin hier der Allerletzte, ich bin ein schlechter Mensch und was auch immer für Ideen dann kommen. Und dieser ganze Unsinn, ja, der muss angeschaut werden, das machen wir ja im Kurs. Ja, Jesus sagt uns ja, wie wir ticken. Er ist ja ein guter Pädagoge und hält uns den Spiegel vor. Und da müssen wir erstmal hinschauen mit ihm.
Und er schaut ja freundlich. Er verurteilt ja nicht. Und das ist erstmal sehr angenehm. Wir fühlen uns also ganz gut aufgehoben, ja, wenn wir mit ihm wirklich den Weg gehen. Also die geistige Welt hat mir immer wieder mal zwischendurch auf meinem Weg gesagt, Reinhard, wir lieben dich. Und ich dachte, wow, das ist eine Zusage, ja. Das, wo kommt das her? Was war das eben? Und es war da. Und das hat mich auch tief berührt. Und ich konnte es kaum fassen. Man hat so Zweifel, nicht? Kann sowas sein? Und natürlich, irgendwo wusste ich es dann auch und habe es ja auch erfahren, auch in der Begegnung mit Jesus. Und das ist sehr hilfreich. Und von der Basis aus, von diesem Getragensein aus, kann man dann hinschauen und langsam die Persönlichkeit mal und die Konzepte demontieren, das Ganze so mal aufdröseln und anschauen, was man da so alles glaubt und gemeint hat, auch gut gemeint hat. Ich hatte ja ein ausgesprochenes Helfer-Syndrom und war da ziemlich heftig unterwegs immer, ja, und führte alte Damen über die Straße, die gar nicht rüber wollten. Und dann habe ich sie wieder zurückgeführt und dann hatte ich wieder ein gutes Gefühl. Ja, also solche verrückten Sachen habe ich gemacht. Und es blieb nicht nur bei alten Damen, es wurde dann auch schlimmer. Naja, ich habe so richtig Projekte so, nicht? Einen Priester da in Polen habe ich dann unterstützt und eine Fahrt dahin gemacht, wie Polen noch kommunistisch war und all solche Sachen. Also ich hatte schon ein extremes Helfersyndrom. Und bis ich erkannte, nicht durch den Kurs, so läuft's nicht. Das ist irgendwo verrückt. Ich arbeitete an gegen ein schlechtes Gewissen. Und ich wollte ein guter Mensch sein. Und das ist sehr anstrengend. Und wenn wir da erst mal hinkommen im Kurs, dass wir merken, ich muss kein guter Mensch sein, es ist alles eh schon gut in meinem wahren Sein. Aber nicht, ja, nicht in der Person. Es geht um das wahre Sein dahinter. Ja, so wenn Gott fehlt, also das Gute im Leben fehlt, dann muss doch ich wenigstens versuchen, Gutes zu tun oder, genau, oder mich anstrengen, gut zu sein. Richtig. Weil das Gute fehlt ja in der Welt. Und ja, eben. Ich glaube, dieser Mangel oder Fehlgedanke ist wesentlich in dem ganzen Konzept des Schmerz und Leidens. Je mehr ich leide, je mehr Schmerzen ich habe, umso würdiger werde ich doch für das Gute. Richtig, genau. Und wir haben natürlich auch oft die Vorstellung, der Herrgott hat das hier nicht mehr unter Kontrolle. Der ist gar nicht da, der hat uns vergessen. Das ist ja unglaublich. Wie ist denn sowas möglich? Ja? Also, die Frage kommt ja immer wieder, wie kann Gott es nur erlauben hier? Natürlich, klar. Nicht? Und wir gucken einfach falsch. Nicht? Es ist ein irres Konzept, was wir da verfolgen und merken gar nicht, erstens mal, dass wir das hier alles projizieren, dass wir die Verantwortung dafür haben. Und das ist natürlich unangenehm, sowas zu sehen. Und dass das so sein darf, weil nur so können wir lernen, Verantwortung zu übernehmen, ja, und eine Wende herbeizuführen in unserem Denken und Tun. Nicht, dass ich erinnere mich immer wieder an den Punkt bei Helen Schackman, als sie mal Jesus sagte, bitte nimm mir meine Angst. Und er sagte, das darf ich nicht. Das darf ich nicht tun, dann würde ich deinen Willen missachten. Ich muss das achten, dass du dich ängstigen willst, weil sie war ja ziemlich auch neurotisch unterwegs, ein Hypochonder pur. Wenn dann Schnupfen war, dachte sie gleich, sie kriegt Krebs und muss sterben. Ja, also das war ja ganz heftig bei ihr. Und wir kennen das ja alle irgendwo vielleicht auch so ein bisschen. Und er sagte, aber wir können uns die Bedingungen anschauen, die zu deiner Angst geführt haben. Und da können wir ansetzen, dass du da was ändern kannst und dabei helfe ich dir. Was sind die Bedingungen? Jetzt kommen wir mal an diesen Punkt. Ja, die Hauptbedingung ist natürlich, jede Angst hat als Grundlage dieses Urgefühl von Schuld. Nicht? Dass wir schlecht sind, dass wir etwas Schlimmes getan haben. Jeder Mensch rennt hier mit Schuldgefühlen rum. Das ist der völlig normale, egomane Modus. Und deswegen wird ja auch Schuld so gerne projiziert. Wen kann ich jetzt finden, den ich verantwortlich mache für mein Gefühl der Schuld, warum es mir schlecht geht? Ich bin ja Filmemacher und ich habe mal ein paar Jahre mich beschäftigt und hat den Film genannt, Arbeitstitel, Der Schuldplanet.
Ja. oder der Schuldenplanet. Wir sehen es ja jetzt auch in der gegenwärtigen Situation, egal ob C-Krise, ob Genau. Klimakrise. Es wird nicht nur die Schuld projiziert, sondern sie wird auch wirklich sehr gut benutzt, um Absolut. immer Ja. wieder Angst zu machen und zu sagen, das Konzept ist sehr interessant, wer schuldig ist, darf auch bestraft werden. Richtig, der darf verfolgt werden, der darf ausgegrenzt werden. Wir sehen das ja gerade nicht. Wie kann mich ein anderer Mensch verantwortlich machen für seine Gesundheit oder Krankheit? Wie kann ich einen anderen Menschen verantwortlich machen für meine Gesundheit, für meine Krankheit? Was wäre das für ein Konzept? Nein, ich bin dafür verantwortlich, wenn ich Krebs kriege, wenn ich sonst was erlebe, einen Schnupfen habe. Das ist meine Sache. Und mir gefällt immer da die Byron Katie sehr gut, ja, The Work, die ja immer wieder sagt, weißt du, unglücklich machen, das kann ich selber, ich kann mich selber am besten selber unglücklich machen, dafür brauche ich dich nicht. Ich brauche niemand andere dafür, das kriege ich selber am besten hin, ja. Da drin sind wir, glaube ich, alle Spezialisten. Absolut. Wobei ich mehr und mehr lerne, wir haben ja den freien Willen und wie du vorhin schon angesprochen hast, wir projizieren das alles und ich habe mich dann oft gefragt, ja, warum denn? Um eben aus dieser Projektion zu unterscheiden, was ist jetzt Wirklichkeit? Also die Freude ist Wirklichkeit, der Schmerz ist Illusion. Wenn ich das nicht unterscheiden lerne, dann ist es ja ein ewiger Mischmasch oder ich komme ja nie in die Klarheit. Ja, da müssen wir genau hinschauen. Also Schmerz kennen wir, darüber müssen wir nicht lange debattieren. Den kennt jeder, ja, die Verzweiflung und den Schmerz. Das ist ja allzu menschlich. Aber wirkliche Freude, eine Freude, die nichts mit äußeren Bedingungen in dem strengen Sinne zu tun hat, die nicht an Formen gebunden ist, an irgendwelche Auslöser da draußen, sondern die einfach so aufsteigt, ja, in meinem Geist. Die ist schon etwas seltener gestreut. Also solche Erlebnisse hat man vielleicht nicht so oft. Ja, also wie grundlos so einfach, dass es einen überkommt. Und Bert Hellinger nannte das mal Metagefühle, dass eine Metaebene zum Beispiel dazu gehört Staunen. Staunen überkommt uns. Das ist ein Metagefühl. Das kann man nicht steuern oder so, ja. Ich will jetzt mal staunen. Nein, das macht keinen Sinn, ja. Auch Dankbarkeit. Ich will jetzt mal dankbar sein. Naja, das machen die ganz fromm. Aber das wird der Stress, ja. Nein, eine echte Dankbarkeit überkommt einen von selber so. Das ist plötzlich da. Und man dankt dem Leben, dem höchsten Gott, wie auch immer wir das verstehen, ja. Ein Metagefühl. Und genauso auch wirkliche Freude, Freude schöner Götterfunken, ja. Also eine höhere Ebene, wo wir mit dem Geist, dem Geistigen in Verbindung sind. Und da entsteht dann Freude. Aber das hat mit dieser Welt ursächlich nichts zu tun. Ja, das wäre so wie diese Frage, manche Verliebte stellen sich dann die Fragen dann den anderen, ja, warum liebst du mich? Um Gottes Willen, was ist das für eine Frage? Ein Wahnsinn, ja? Wenn man das jetzt begründen kann, dann gute Nacht. Ja, weil du so hübsch bist oder weil du so viel Geld hast oder weil du. Ja, genau. Also so die 10-Punkte-Liste. Genau, die Checkliste. Das ist ja völlig verrückt, ja? Nein, wir lieben. Die wirkliche Liebe, hat mich mal jemand gefragt, woran erkennt man die denn? Naja, an einem Gefühl von Ohnmacht. Sie überkommt einen. Man liebt einfach, aber das kann ich nicht begründen. Wenn ich das begründen kann, dann gute Nacht, Freunde, dann wird es schwierig. Das kann man nicht begründen, das ist einfach so da. Und es hat einen, es überkommt einen etwas, ja. Und natürlich trifft man dann auch eine Entscheidung, klar, und man lässt sich ein und die formale Ebene. Aber eine höhere Ebene ist erstmal, puh, da passiert was mit mir, das nimmt mich. Nicht ich nehme da was. Ich habe da was unter Kontrolle. Nein, habe ich ja überhaupt nicht. Es überkommt mich. Und das ist ein Gefühl von Ohnmacht und davor haben auch viele Menschen Angst. Und in diesem Sinne auch die Freude, diese höchste Freude ist erschütternd.
Sie erschüttert uns in unseren Grundfesten. Ja, ich weiß, ich habe das als Kind mal erlebt. Das war immer, weil wir ja jetzt auch von Weihnachten reden. Ja, darf ich eine Anekdote da bringen? Das war immer die Spannung als Kind. So, die Eltern hatten das Zimmer gerichtet, das Wohnzimmer, wo der Weihnachtsbaum stand, die Geschenke und dann eine eigene Magie, auch ein Zauber. Ja, das ist für Kinder ist das einfach so. Und ich weiß noch, wie das wieder so war, und ich war vielleicht 7, 8 oder so, ich weiß es nicht mehr, Jahre alt, und plötzlich überkam mich das. Ich dachte, das ist schön, das ist so schön jetzt, das ist Weihnachten. Also ich war einfach glücklich, weil das eine Stimmung, ein etwas in mir da passierte. Es war einfach schöner als schön, oder? Ja, es war auch nicht nur das Äußere. Es kam noch was anderes dazu. Und das werde ich nie vergessen, diesen Moment, wo ich dachte, jetzt ist es ganz, ganz schön. Das ist so schön, das ist einfach gar super schön. Und es war, ja, es hatte mich einfach ergriffen. Und ich denke, wir suchen das alle, dieses Ergriffenwerden von etwas Größerem. Und das ist ja die Kommunikation mit der geistigen Welt. Und da passiert ja genau das und da will der Kurs ja uns hinbringen. Ja? Und es gibt diese Hürde der, naja, Angst ist das eine, der andere ist, bin ich nicht würdig oder ich bin es nicht wert oder wie immer es sich formuliert. Nicht sich ergreifen zu lassen, sondern Mauern zu bauen, die nicht schützen. Also gerade in der spirituellen Welt ist ja so ein großes Thema, wie kann ich mich da schützen? Also, und ich denke immer, wie kann ich mich am besten vor Gott schützen? Ja, das ist absurd. Wie kann ich mich vor dem Leben schützen? Ja. In gewisser Weise, ja. Und dann erfinden wir Antibiotika. Genau. Also auf der physischen Ebene ja auch ein spannendes Thema. Aber genau, wir haben eigentlich Angst vor dem Leben. Jesus sagt ja ganz klar, an den Tod, an die Kreuzigung, daran hast du dich gewöhnt. Du hast dich so oft selber gekreuzigt, ja. Du hast ja den ganzen Wahnsinn mit dir machen lassen und hast mitgemacht und hast dich im anderen umgebracht und gekreuzigt. Und es ist ja alles spiegelbildlich, ein ganz tiefer geistiger Prozess. Aber wie wäre es denn jetzt mal eben mit Frieden, mit Freude? Ja, das macht dir eigentlich Angst, diese unendliche Liebe. Ja. Und deswegen ist es problematisch, nicht? Wir können dem Höchsten nicht begegnen als Person. Das geht gar nicht, ja. Das können wir vergessen, ja. Und deswegen müssen wir auch nicht mehr über uns selber als Person nachdenken. Wie gut war ich denn jetzt? Oder wie gut oder wie böse? Oder was muss ich dann noch kurz was vergeben? Oder das ist alles ein Stress. Das ist alles, ja, wenn sich was ergibt, okay, ja, mach deine Hausaufgaben, ist okay. Aber da ständig zu rechnen. Das ist auch Ego. Und das Ego wird uns eine Bilanz präsentieren, die wird schlecht aussehen für uns. Das kriegt es hin. Unbedingt. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, dass die ganze spirituellen, nicht die ganzen, aber viele spirituellen Bewegungen da gerade wird die Rechnung ausgestellt. Und es wird gesagt, du hast dich hier spirituell sehr verausgabt, sehr angestrengt. Geglaubt, das Ego kann erleuchtet werden. Das wird so nicht laufen. Nein. Ja. Nein. Ich weiß noch, wie ich mit den Vorträgen anfing, 2008, fragte mal eine Dame, kann man das Ego denn nicht heilen? Und ich sagte, nein, tut mir leid. Das Ego will alles, aber keine Heilung. Es will den Wahnsinn, es will Krankheit, es will Krebs, es will Zerstörung, es will jeden Wahnsinn, aber sicherlich keine Heilung. Man kann mit dem Ego kann man nicht verhandeln. Mit Wahnsinnigen verhandelt man nicht. Also in diesem Sinne, ja, wer vom Ego auch besessen ist, der ist nicht erreichbar. Wir sehen das jetzt in dieser angstbesetzten Zeit. Mit manchen Menschen kann man kein ruhiges Gespräch mehr führen über die Zusammenhänge, weil die nur voller Angst sind. Und ich komme nicht durch. Ich kann sagen, was ich will. Es wird alles gegen mich verwendet. Und dann bringt es auch nichts. Dann kann ich nur sagen, ich respektiere deine Entscheidung, Angst erleben zu wollen. Das darfst du, aber ich kann nichts machen. Ich sehe in dir etwas anderes. Du könntest das wählen, aber du tust es im Moment nicht. Darf sein. Darf sein. Aber ich möchte Frieden. Und ich möchte ruhig
alles anschauen dürfen. Das, Jesus lädt mich ja dazu ein. Er sagt, wenn du willst, können wir uns alles in Ruhe anschauen. Vom Geld zum Bordell, zur Weltwirtschaft, was du willst. Ey, bring mir ein Thema, es ist völlig egal, wir können uns alles anschauen. Denn ich möchte, dass du verstehst. Das will er ja, dass wir verstehen, dass gewisse Dinge nichts bringen. Ja, du hast es vorher auch angesprochen, der Heilige Geist, der diese Welt benutzt, um dieses Verständnis in uns zu fördern. Genau. Das war für mich ein großes, ja, wie soll ich sagen, Wunder. Also das war wirklich ein Wunder. Wie kann der Heilige Geist das machen, indem er die Welt benutzt, um uns zu führen, zu erkennen, was wir da getan haben? Genau. Das ist eigentlich pädagogisch sehr wertvoll und sinnvoll, nicht? Ich weiß noch, wie meine Tochter kam mal mit einem, die war noch klein, 5 Jahre alt oder so, ja, 6, so ungefähr war sie. Und sie kam eines Tages mit einem Karabinerhaken nach Hause. Ich sage, wo hast du den denn her? Ja, der lag da so rum. Ich sage, wo warst du denn? Ja, bei so einem Bootssteg. Wir lebten damals am Chiemsee da in der Nähe. Ach so, ich sage, da war ein Bootssteg und da war ein Boot. Und ja, der lag da so rum. Und dann ganz langsam kam ich denn dahin, die hatte den irgendwo abgemacht. Oder es war gar nicht, war ja nicht ihr Karabinerhaken. Und ich sagte, ah ja, aber vielleicht braucht das Boot jetzt diesen Haken, um da vielleicht solltest du den zurückbringen. Und so langsam kamen wir denn dahin, dass ihr doch ein bisschen mulmig wurde im Bauch, ja, und gewisse Gefühle auftraten. Ich sagte, weißt du, vielleicht bringst du ihn doch zurück und dann ist die Sache erledigt. Bring das mal in Ordnung und dann geht es dir besser. Und dann hat sie das gemacht und dann war die Sache klar. Also ich habe versucht, ihr die Zusammenhänge aufzuzeigen und natürlich nicht drauf zu kloppen jetzt wie ein Blöder. Was hast du denn da gemacht? Bist du wahnsinnig? Du bist eine Diebin? Ja, das bringt ja alles nichts, sondern sie sollte einfach Schritt für Schritt herleiten. Das war noch nicht so ganz doll. Ne? Und das hat sie dann in Ordnung gebracht und so werden wir hier abgeholt. Wir können nur lernen über das Konkrete, über die Formenwelt. Die brauchen wir. Beziehungen. Leben ist Beziehung in jeder Hinsicht. Und jede Beziehung, jede Erfahrung halte ich für wertvoll. Hauptsache, wir lernen was draus. Und jetzt nochmal mit dem Heiligen Geist. Ich lese mal, Renate schreibt, kannst du bitte etwas, was es bedeutet, hinzuschauen, mit dem Heiligen Geist schauen, was es bedeutet, was wir eben angesprochen haben. Eine andere Sicht, eine andere Wahrnehmung, eine andere zu wählen. Ja. Es ist wichtig, natürlich den Gesamtkontext vom Kurs zu sehen, immer wieder. Also wenn wir hinschauen auf diese Geschichte, an die wir glauben, die Person, die wir zu sein glauben, ja, dann schauen wir auf Traumbilder. Und für die fühlen wir uns schuldig und schlecht. Und Jesus möchte, dass wir das erkennen, dass wir den Film, den wir projiziert haben, aufgrund der Urspaltung, Ebene 1, Ebene 2, es rutscht runter in die Formenwelt. Ich glaube, eine Figur auf der Bühne zu sein, ja, eine Marionette sozusagen. Nein, ich bin nicht die Marionette, ich bin der Marionettenspieler. Ich muss wieder auf die höhere Ebene kommen. Aber wir halten uns für die Figur auf der Bühne oder auf der Leinwand. Und dieses Missverständnis, wenn das mal gelöst wird, da wird der Griff des Egos gelockert. Und das ist sehr hilfreich. Ich nehme dann Reinhard nicht mehr ganz so ernst. Der hat auch mal was vergeigt. Und da ging auch mal was da schief. Aber das ist gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Denn es sind nur Filme. Und nie ist wirklich jemand gestorben im höchsten Sinne. Es mag sogar physisch jemand gestorben sein, ja, was auch immer passierte im Leben. Natürlich gibt es das. Man hat einen Verkehrsunfall, tragisch, ja, und es passiert etwas Schlimmes, könnte ja sein. Aber in Wahrheit ist auch der nicht gestorben, weil es ist Teil des Films. Und das geht sehr weit, ja, weil wir jetzt den Körper mit einbeziehen. Und weil wir ihn nicht mehr ganz so ernst nehmen, warum steht im Kurs 46 Mal ungefähr, ich bin kein Körper? Das scheint ein wichtiger Satz zu sein. Das scheint eine wichtige Einsicht zu sein. Ja, ich bin kein Körper. Und jetzt rennen hier alle um ihr körperliches Leben. Ja, wir sind wieder beim Thema. Und deswegen brauchen wir diese Krise auch, die C-Krise, weil das Thema wieder bewusst wird, was für ein Menschenbild haben wir? Wofür halten wir uns? Naja, für Körper.
Wir haben Angst vor der Welt, wir haben Angst vor Viren, wir versuchen uns zu verteidigen, wir legen uns vielleicht Waffen zu, was auch immer wir machen. Wir haben Angst. Und das ist wichtig, dass das bewusst wird. Ich führe mal gleich weiter, Elke. Ja, gerne. Elke schreibt, warum bekämpft ihr das Ego so und gebt ihm keinen Platz? Das will Udo wissen. Ja, das Ego wird nicht bekämpft. Es geht nur ums Enttarnen. Ich sage immer, das Ego ist der Geheimagent. Und der flüstert mir was ins Öhrchen. Das ist eine Klientin von mir hat mal gesagt, wir nennen das den Falscheinsager. Der lügt immer. Und wenn ich nicht merke, dass der lügt, ja, vertraue ich dieser Stimme und renne in den Wahnsinn und erlebe Schmerz. Das Resultat ist ja, es wird verrückt, die Geschichte. Und es geht eigentlich nur darum, das Ego zu enttarnen. Es ist ein Geheimagent. Und viele merken gar nicht, dass das Ego immer mitrennt und dass es sie am Schlawittchen hat und dass es sie steuert. Und diese Steuerung zu spüren und sie bewusst wahrzunehmen, ist ein ganz wesentlicher Teil der Geistesschulung. Und es ist die Unterscheidung der Stimmen. Ja, also welche genau. Stimme, richtig, welche Stimme führt mich wohin? Welche führt mir was ein? Oder, ja. Und das Ego spricht in der Regel sehr schnell, mit Druck, sehr laut und macht auch Druck, erzeugt Panik und Angst. Und ja, damit arbeitet das Ego, vor allem auch mit Angst. Also Angst ist sicherlich die Hauptagenda da, das ist ganz klar. Ja, wir haben schon vorher drüber gesprochen, Angst und Schuld und Scham und die ganze Palette. Die ganze Palette, ja. Ja. Der David Hoffmeister, mit dem ich ein bisschen Kontakt hatte und so, der sagt, das Ego ist the death wish, also es ist der Todeswunsch. Ja. Es hat uns so im Griff, dass es uns immer droht mit dem Tod, was ja jetzt gerade in der Erfahrung, die wir machen, ein ganz großes Argument ist des Egos, ich drohe dir mit dem Tod. Richtig. Ja, und das ist natürlich der körperliche Tod. Und wenn das Einzige ist, was ich erlebe in meinem Leben, dass ich dieser Körper bin, dann ist es alles, dann geht es um alles. Ja, genau. Und das ist eben nicht, das wird abgefragt, wie sehr sind wir mit dem Tod, auch dem physischen Tod jetzt, der ja uns allen hier bevorsteht, das ist ja nichts Neues innerhalb dieses Films, ja, wie sehr sind wir damit im Einklang? Und das wird abgefragt. Ich hatte im Sommer eine Verletzung am Finger, hatte mir da den Finger gesägt und es musste genäht werden. Ich war hier in Italien im Krankenhaus und ich wusste, nur durch Nähen geht das. Das haben sie auch wunderbar gemacht. Und danach sagten dann die Herren Ärzte, ja, jetzt müssen wir noch impfen, Tetanus. Ich sage, nein, nein, brauche ich nicht. Ja? Ich habe gesagt, sono in accordo con il mio morte. Ich bin im Einklang mit meinem Tod. Und da fiel dir nichts mehr ein. Ich habe nur noch unterschrieben, ich bin aufgeklärt und die Sache war erledigt. Also, die dachten, der ist nicht ganz dicht, ne? Aber ist mir egal. Und ich möchte das nicht. Ich brauche das nicht. Ja, das war die einzige Impfung in meinem Leben gegen Tetanus, weil ich mal mit 10 Jahren da einen Spaten auf den Kopf gekriegt hatte und eine Verletzung hatte und da Erde war und so. Aber sonst bin ich nie geimpft worden und bin da auch dankbar für. Aber das ist so mein Schicksal halt auch. Aber ich bin im Einklang mit meinem Tod. Und das, weil jetzt gut, mit fast 62 kann man das leicht sagen. Wenn ich bis jetzt nicht gelebt habe, dann ist es eh zu spät. Also dann habe ich ein Problem, ja. Aber ich habe gelebt und ich könnte gehen. Und was jetzt noch kommt, ist Bonus. Und insofern bin ich sehr entspannt und schaue mal, was noch geht. Aber es muss auch nicht. Es kann, es darf. Ich habe Vertrauen in den Weg. Ich lasse mich da führen. Und insofern bin ich sehr entspannt. Aber ich hatte das auch früher schon. Ich war da immer bereit zu leben und zu sterben, in gewisser Weise. Und dann kommt man in so eine Mitte. Und wer da im Einklang ist mit dieser Seite, mit dieser Todesseite, der kann gut leben. Das ist meine Erfahrung. Ja, das sagen ja viele Schulen und viele alte Weisen. Ja. Sagen, du musst, die Sufis hatten so diesen Satz, kann ich mich erinnern, du musst im Leben sterben. Genau, richtig, also, ja. Ja. Sicher ist hier gar nichts. Sicher, da mache ich mir auch nichts vor. Was auch immer noch bevorsteht, ich möchte im Einklang sein damit und ich werde es nutzen für mein Erwachen.
Und das ist meine Freiheit. Da habe ich die Freiheit zu entscheiden, wie ich das anschaue, was auch immer noch kommen mag. Ja, man weiß das nicht. Man wünscht sich ein nettes Leben, ja, einen schönen Lebensabend. Das mag alles sein. Aber wie das so ausgeht, weiß ich auch nicht. Ich habe das ja nicht in dem Sinne unter Kontrolle. Ich lasse mich da führen. Es ist mein Schicksal, wie auch immer das aussieht. Aber ich möchte im Frieden damit sein. Und das ist möglich. Und dieses Vertrauen in den inneren Lehrer, in diese innere Führung, magst du da mal ein bisschen von deinen Erfahrungen sprechen, wie sich das entwickelt hat in dir? Naja, es ist allein schon nicht meine Erfahrung in Sachen Reinkarnation und dieser größere Rahmen auch wieder über, ja, dass wir sehen einfach, oder da wurde mir das klar, dass ich schon mal gelebt hatte, dass ich an den Ort wieder kam, dass ich meinen Tod da auch gesehen hatte, wie das vonstatten ging und all diese Zusammenhänge in Amerika, das hat natürlich meine Sicht wesentlich erweitert. Und wenn man das größere Bild hat, ist das immer entspannend. Man merkt plötzlich, man überlebt hier alles. Und am Ende weiß man auch mit dem Kurs, wir haben hier alle alles schon getan. Und das Konzept einer individuellen Seele ist ja auch falsch. Es stimmt ja so nicht. Es ist eine Krücke, mit der wir arbeiten. Es ist ein Konzept. Auf einer bestimmten Ebene fühlt es sich so an. Auf einer höheren Ebene ist das schon alles wieder völlig anders. Durchs Familienstellen habe ich das natürlich auch gesehen. Ja? Also der Einzelne in der Familie, es ist die Familienseele. Und wir haben eine unbewusste Teilhabe an den Schicksalen aller. Und ich wusste von meinem Großvater, man hatte ihn ermordet und ich hatte Angst, ermordet zu werden. Ich hatte seine Gefühle. Das hat natürlich die Dimensionen gesprengt. Ja? Nach dem Motto, was habe ich mit meinem Großvater zu tun? Na, vielleicht eine ganze Menge. Vielleicht war ich sogar er. Vielleicht bin ich sogar. Also, ja, man kann das ja sehr weit fassen. Und diese Einsichten aufgrund von Erfahrung eben haben mich natürlich da in eine andere Ebene geführt. Und da entspannt sich dann etwas auch. Das wird dann weiter. Je weiter wir schwingen und je mehr Überblick wir haben, umso weniger Angst ist da. Also Angst hat wirklich immer mit einer Verdichtung, mit einer Verengung des Blickwinkels zu tun. Der berühmte Tunnelblick oder das Kaninchen vor der Schlange. Ja? Nicht, da sieht es nur noch diesen Ausschnitt und das ist zu wenig. So geht das nicht. So kann man nicht leben. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Also das ist die Übung des Beobachters, 3 Schritte zurückzutreten, genau. Und den größeren Blick auf die Sache zu haben. Ja. Ja, und hier den Heiligen Geist einzuladen. Ja, bitte heile, Jesus, bitte heile meinen Geist. Ja, ich wünsche mir die erweiterte Sicht. Ich habe immer darum gebeten, bitte führe mich, lass uns das lösen und ich habe hier ein Problem und so weiter. Also kommuniziert mit der geistigen Welt habe ich eigentlich immer in diesem Leben jetzt schon. Ja, das kann ich sagen. Durch den Kurs wurde das nochmal bewusster und in einen neuen Kontext gesetzt. Das ist keine Frage. Wunderbar. Da bin ich sehr dankbar. Und gerade in Bezug auf Jesus auch, als den Meister, den wir hier jetzt in Persona sozusagen, ja, innerhalb unseres Traums erleben dürfen und der uns bei der Hand nimmt und ja, Angst minimiert, Angst runterfährt. Er möchte ja, dass wir angstfrei lernen. Und das ist etwas sehr Schönes. Und das wünsche ich mir und allen anderen auch, dass wir vor allem angstfrei und zügig lernen. Dass wir es nicht vergeigen, nicht verschlafen, sondern dass wir möglichst zügig, aber sanft auch möglichst ohne Angst unsere Lektionen hier lernen. Das wäre eigentlich ein wunderbarer Weihnachtswunsch, sozusagen, ja. Das war auch die Motivation, als ich die Energie gespürt habe, zu Wunderweihnacht nochmal zu erinnern, was ist ein Wunder? Die Annahme der Korrektur. Es ist nicht, du musst es korrigieren. Du kannst es gar nicht korrigieren, sondern lass das Wunder geschehen. Und das war mein innigster Wunsch für diese Weihnacht in dieser Zeit, die kalt und dunkel ist, als menschliche Erfahrung gerade, die Korrektur im Geiste anzunehmen. Genau, das ist ein Prozess, den man immer wieder nur einladen kann,
Ich sage manchmal, heute Nacht dürfte an mir operieren. Ne? Dann stelle ich mir das so vor wie eine Operation. Ja? Und bei einer Operation bin ich ja der Patient. So. Und da liege ich auf dem OP. Nicht? Wenn man jetzt von Ärzten redet und die machen da ihren Job, da rede ich nicht mit, wie die das zu machen haben. Ich wache ja nicht plötzlich aus der Narkose auf und sage, das hätte ich gerne anders. Das müsst ihr anders machen. Die werden mir was sagen. Ja? Die werden sagen, jetzt sei mal still. Wir wissen, was wir hier tun. Nicht? Also es wäre absurd. Ja? Und deswegen, es ist eine Haltung der Hingabe. Das ist natürlich ganz wichtig. Und da fragen mich denn die Männer immer so ganz lustig, die meinen das aber ernst, die Frage, wie macht man denn Hingabe? Ja, das ist eben das Problem. Man macht es nicht so. Es ist eine passive Aktivität. Es ist eine innere, ja, Haltung, wo ich mich auch ausliefere und Vertrauen habe. Ich Ich muss glaube, mein, ja? das ist der entscheidende Punkt, dieses Gefühl des Auslieferns, Ja. weil wir das ja als Ego, diese Gefahr kennen, der Auslieferung im Wahnsinn, ist es ein sehr heikler Punkt, glaube ich, die Angst vor der Auslieferung. Wobei die Hingabe ja was ganz Sanftes meint, ein Ja, sich. es ist ja die Hingabe an die geistige Welt, von der wir hier reden. So, und dann ist dann noch die andere Welt, die Ego-Welt. Ja, und da muss ich Entscheidungen treffen. Da muss ich sagen, gehe ich jetzt diesen Weg oder einen anderen Weg? Esse ich dieses oder jenes? Ja, trinke ich dies oder das? Und was mache ich jetzt? Ja, welchen Beruf ergreife ich und so weiter? Und da muss entschieden werden. Aber ich kann durch die Hingabe an die geistige Welt kann ich Impulse bekommen, dass ich möglichst sinnvoll entscheide und eine gute Wahl treffe und damit dann auch gut weiterfahren kann. Also wir dürfen den Heiligen Geist auch in ganz konkreten Dingen um Rat bitten und fragen. Ich denke, das ist nicht verkehrt, das ist in Ordnung. Ja, weil wir müssen ja hier abgeholt werden. Genauso wie ich sage, Jesus, können wir uns das Problem mal anschauen? Hier habe ich noch Schuldgefühle. Sagt er, klar, sicher können wir das. Ja, und das ist dann der Prozess. Ich möchte, dass da was heilt. Ich möchte ja Frieden erleben, Freude. Ja, und dafür geht es um diesen Prozess mit ihm gemeinsam, mit dem Lehrer auf die wunden Punkte sozusagen in meinem Innern, auf mein Denken, auf meine Konzepte mit Liebe zu schauen und zu sehen, ja, hier denkst du was Verrücktes, nicht? Hier ist eine verrückte Verknüpfung da. Ja, wir verknüpfen ja oft Dinge miteinander, die gar nichts miteinander zu tun haben oder so. Wir machen da manchmal sehr seltsame Konstruktionen. Magisches Denken und Fühlen auch, ja. So, wenn ich jetzt dies mache, dann habe ich wieder was Gutes getan oder wie auch immer. Und das zu verstehen und da offen zu sein für einen Heilungsprozess, das halte ich für wichtig. Das führt dann auch zu dieser Freude am Ende des Tages, ja, wo wir ja hinwollen, das ist ja klar. Mein Anliegen ist, und ich lade jetzt wieder alle ein, die dabei sind, diese Offenheit es gibt ja nur diesen Moment, in dem jetzigen Moment zu erlauben und uns hinzugeben und in diese Führung uns einzulassen. Ich habe es genossen, ich genieße es, all diese Wunderweihnacht-Adventtage. Ich habe so stark gespürt, dass Jesus mit uns ist. Also dieses Wort, was vorher Devavan auch gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Und es ist so eine Liebe. Und wie du sagtest, eben mit Liebe drauf zu schauen und jeden mal einzuladen, welches Problem auch immer für ihn gerade ansteht, sich berühren zu lassen und vom Problem zur Lösung sich von Jesus und vom Heiligen Geist jetzt führen zu lassen. Möchtest du das anleiten? Gerne, gerne, ja. Es ist dieser Prozess ist ein sehr, ich sag mal, individueller, ja, persönlicher. Also in den heiligen Raum geht jeder allein. Da geht man nicht mit dem Partner Händchen haltend da gemeinsam rein. Das tut keiner, ja. Es ist ein Weg, den jeder, wie der Mystiker in gewisser Weise, er geht den Weg allein.
Und am Zielpunkt treffen wir uns alle. Das ist gar keine Frage. Da habe ich keinen Zweifel. Ja? Da ist wieder alles vereint auf einer höheren Ebene. Aber erst einmal gehen wir allein in diesen Raum und liefern uns dem auch aus und vertrauen uns dieser Bewegung an. Genau. Ja, können wir mal tun. Ich lasse mich mal. Ja, und danke, danke, Rainer, dass du es nochmal gesagt hast, weil es war für mich jetzt ganz klar, dass jeder für sich da, wo er ist, in Genau. diesen Raum geht und sich seine Situation, sein Problem lösen, Genau. was immer gerade für ihn ansteht, ins Gewahrsein bringt Ja. und die Verantwortung für sich übernimmt, ja. Genau. Gut, ja, ich mache mal so im Sinne einer Anleitung gerne. Ja. Ja, wir atmen einfach mal tief ein und aus. Und stimme dem Ganzen zu, so wie es jetzt ist. Wir sind da, wo wir sind. Und das ist in Ordnung. Ich bin da, wo ich jetzt bin. Auf meinem Weg zurück in den Geist, durch eine Welt, durch all die Bilder, durch all die Erfahrungen. Das darf alles so sein. Und ich suche den ewigen Punkt in mir, über den ich kommunizieren kann mit dem Höchsten, mit dem Heiligen Geist, mit dem Ewigen, dass ich auch bin, Geist, in Gottes Geist. Und ich sehne mich nach einer Haltung der Hingabe und gebe alles hin, was mich noch beschäftigt, was mir Sorgen macht, die ganze Welt, all die Bewegungen, all die Auseinandersetzungen, das gesellschaftliche Leben, die Konfliktsituationen, all das gebe ich hin für die Heilung meines Geistes. Es dient dem. Alles stelle ich in den Dienst der Heilung, auf dass Irrtümer im Geist korrigiert werden. Ich will nur Heilung. Ich will nur Frieden. Und ich erlaube dem Lehrer, dem Heiligen Geist, an mir zu wirken, auf dass ich weit schwinge, auf dass alles Platz hat, alles darf sein, die ganze Geschichte, die Historie, die Menschheit. Alles, was ich da zu sehen glaube, es darf sein. Und ich lasse es und bin bei mir und beobachte und stimme zu. Ich will nur Heilung und die Erkenntnis der Wahrheit. Denn diese Erkenntnis macht mich frei. Und dann kann ich ein Segen sein für alle Menschen und sinnvoll wirken, auch noch innerhalb des Traums, zum Wohle des Ganzen. Ich will nur heilen. Für mich und für alle.
im Geist. Und das, worum ich gebeten habe, wird mir gegeben. So ich glaube und vertraue, werde ich empfangen. Es ist mir ernst. Ich bin hingegeben an das Höchste. Es ist alles sehr gut. Und ich danke. Ich danke der geistigen Welt für ihre Geduld, Präsenz und all die Geschenke, die von ihr zu mir strömen. Es ist sehr gut. In Wahrheit ist alles sehr gut. Ich muss mich nicht fürchten. Es ist alles entschieden. Denn das Ende ist gewiss. Und alle Träume werden sich auflösen und dürfen sich auflösen in meinem Geist. So sei es. Danke. Wir atmen tief ein und aus. Und es ist sehr gut. Es ist alles in Wahrheit sehr gut. Ja. Und es ist so einfach. Ja. Und wir können uns glücklich schätzen, dass der Lehrer da ist, dass er uns gefunden hat und seine Hand reicht, mögen wir sie immer wieder ergreifen und nicht mehr loslassen. Dass er uns durch das Ganze hindurchführt. Darum geht es. Wie es in der Bibel heißt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist so. Wir sollen sie auch transzendieren. Auf jeden Fall. Darum geht es. Und das wird abgefragt. Die Welt des Schmerzes, ja, transzendieren, die Illusion erlösen. Genau. Erwachen in der Freude, die, ja, unsere Wirklichkeit ist, in und mit dem Heiligen Geist. Und was auch wichtig zu sehen ist, es hängt nichts davon ab, wie das hier ausgeht in der Welt. Davon hängt gar nichts ab, nichts. Denn frei sein kann man nur im Geist. Und das impliziert von der Welt frei sein. Ja. Und natürlich wünsche ich allen, dass sie die Kurve kriegen und dass die Prozesse nutzbar sind, nicht auch das Äußere für den inneren Prozess. Aber ich habe das Bild jetzt gebracht in einem meiner Telegram-Podcasts. Nicht? Man stelle sich vor, nächstes Jahr, die Krise wird aufgelöst, alle rudern zurück, es läuft wieder alles ganz normal. Aber was haben wir dann gewonnen? Ist etwas weitergegangen? Das ist die Frage. Sind wir nur bis zur Tür gekommen oder haben wir die Tür schon durchschritten und sind auf einer neuen Ebene? Ja,
Es ist menschlich zu sagen, ich will mein normales Leben wieder haben. Das ist menschlich, ich verstehe das. Aber das ist nicht ganz der Punkt. Da wird es dann schwierig. Mein Gefühl ist, dass viele vorbereitet sind durch viele Leben, was du vorhin angesprochen hast. Wir haben wiederholt die Geburt und den Tod erlebt und die Erfahrung des Leids und des Schmerzes und der Abhängigkeit gemacht. Und ich glaube, es sind viele, viele Seelen, sage ich jetzt mal, trotz Hilfskonstrukt, viele bereit, den Schritt zu wagen und die Hilfe des Heiligen Geistes anzunehmen. Und es kann sehr schnell gehen. Das ist auch ein Wunder, braucht keine Zeit. Genau. Und diese krisenreiche Zeit ist eigentlich eine tolle Gelegenheit. Ja. Weil sie bringt uns auf den Punkt. Immer wenn es eng wird, lernen wir am meisten. Das weiß ich sicher. Meine Krisenzeiten in meinem Leben waren die besten Zeiten. Unangenehm, wirklich sehr unangenehm, aber es hat am meisten gebracht. Ja, da stehen wir. Es ist ein Gefühl von Heimkommen auch zusammen. Ja. Nach vielen Anstrengungen und viel Groll und viel Projektionen in diesen Frieden gemeinsam zu kommen und zu sagen, lass mal gut sein, lass es wirklich gut sein, das Gute ist hier, Gott ist hier, das Gute ist hier. Und in diese Stille zu kommen, stille Nacht, heilige Nacht. Genau. In diese innere Stille. Ja. Ja, Stille sein ist nicht, das ist das, was das Ego nicht will. Es liebt den Lärm, die Verwirrung. Und in der Stille, da könnte es geschehen, genau. Da können die Heilungsimpulse sich entfalten. Oder wenn wir einen Kurs lesen, nicht? Wenn wir geistige Nahrung aufnehmen, Impulse aufnehmen, mal weg vom Bildschirm, mal weg von all den Bildern. Im Kurs lesen. Es gefällt mir am Kursbuch, da ist nicht ein Bild drin. Keine Bilder. Ja? Es ist Sprache, es ist das Wort und das Wort holt uns ab. Es bringt auch Bilder, geistige Bilder, klar. Aber es sind keine äußeren Bilder drin. Und das Wort, diese Worte sind ja stark. Ein Absatz, ein Satz. Es gibt kein Leben außerhalb des Himmels. Habe ich das verstanden? Ist mir das klar? Dass das hier nicht das Leben ist, dass das hier eine Farce ist. Indiskutabel. Wo will ich hin? Kannst du wortgenau das Vorwort, diese drei Zeilen, nichts Unwirkliches. Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Friede Gottes. Ja, also nichts Wirkliches kann bedroht werden. Das wirklich, die Wirklichkeit des reinen Geistes ist nicht zerstörbar. Und dass die egomanen Welten, nicht, dieses Unwirkliche existiert eigentlich gar nicht. Es ist eine Blase, sozusagen eine Traumblase innerhalb der absoluten Totalität des reinen Geistes. Eigentlich absurd, eigentlich nicht existent, streng genommen. Nur in unserem Geist. Und deswegen, wir brauchen Heilung. Man kann Wahnvorstellungen haben, ja, die eine Hypnose sich setzen, dass man sonst was zu sehen glaubt. Und es ist eigentlich nicht da. Deswegen, die Selbsthypnose ist natürlich ein Aspekt, der Placebo-Effekt, nicht all diese Dinge, die ich immer wieder da auch erläutere, das zu verstehen, ist sehr hilfreich. Dass wir wissen, was wir tun. Welche geistige Nahrung nehmen wir auf? Vom Heiligen Geist, welchem Lehrer folgen wir? Oder vom Ego? Und da sind wir dran. Und das ist wichtig, da dran zu bleiben. Und die Welt, die sich so zeigt mit all den Prozessen, nicht, löst ja auch was in uns aus. Und das sollten wir beobachten. Wo kriegen wir Stress? Nicht? Wo kriegen wir auch Aggression vielleicht? Eine Wut, eine Verzweiflung? Und das ist ja menschlich, aber will ich das, nicht? Will ich das nähren oder möchte ich das überwinden?
wer hat Mitgefühl mit Herrn Scholz? Ja, zum Beispiel. Oder mit Wissenschaftlern, mit Bill Gates. Was ist mit ihm? Auch er wird am Ende des Tages, ja, ist er vielleicht, ja, einer, der irgendwelchen Kräften auf den Leim gegangen ist. Wie auch immer das ist. Jeder hat ja, wir haben ja alle dasselbe Thema. Wir alle hängen in der Geschichte mit drin. Eben. Ich glaube, was du jetzt ansprechen wolltest, so verstehe ich es, ist das Ende der Beurteilung und des Urteilens. Ja, dass wir da rausgehen, nicht? Und sehen, wir alle haben hier dasselbe Thema. Wir hängen alle miteinander. Ja, wir haben alle alles schon getan, wie ich immer sage. Ja, es ist, von daher kann sich niemand rausnehmen, aber es sind nur Träume. Und die gilt es einander zu vergeben. Und das sollte eigentlich kein Problem sein, wenn es wirklich nur Träume sind. Es ist nie jemand wirklich gestorben. Nicht wirklich. Alle sind da. Und das ist mir aufgegangen am meisten oder am stärksten in der Beschäftigung, vielleicht das noch zum Abschluss als ein natürlich heftiges Bild, in der Beschäftigung mit dem Massenmord in den KZs im Dritten Reich. Alle sind da. Es fehlt niemand. Sie stehen da und sie schauen. Und das ist auch deutlich geworden bei der Aufstellungsarbeit von Bert Hellinger damals. Ja, Täter- und Opferaufstellung. Sie sehen einander. Sie sind miteinander verbunden. Sie bilden neue Systeme. Wir kommen ja nicht raus. Wir müssen hinschauen. Und dann ist die Frage, akzeptieren wir die Heilung? Wollen wir? Ja, da wird es dann interessant. Selbst in diesem großen Maßstab, für mich ist das alles sehr konkret und ich nehme das ernst und weiß um diese Dimension und auch das ist gelöst. Wenn wir es gelöst haben wollen, ist es gelöst. Wenn wir es geheilt haben wollen, ist es geheilt. Aber es muss jeder für sich entscheiden. So ist es. Ich danke dir, Reinhard. Gerne. Ich möchte hier noch kurz eine, Tanja schreibt, kannst du Reinhard bitte nochmal sagen, welche Telegram-Gruppe du hast, wenn die für alle offen ist? Ansonsten ja, ganz vielen Dank. Die ist für alle offen, EKIW-Reinhards, ohne Apostroph, nicht beim besitzanzeigenden Fürwort kein Apostroph, Reinhards mit DS, unterstrich Kommentare. EKIW, ein Kurs im Wundern, EKIW, unterstrich Reinhards unterstrich Kommentar. Kommt dann sofort, könnt ihr euch einklinken. Da sind alle Sachen seit 2020 Januar drauf. Genau. Wunderbar. Danke dir und gerne. Dir ein wunderbares Weihnachten, danke. Ein schönes Fest voller Freude in Wirklichkeit. Ich danke dir. Das wünsche ich auch dir und allen anderen Zuhörern. Wir bleiben dran. Und ich danke allen anderen. Es geht weiter um 19:45 Uhr.